Liebe Denkmalschutzinteressierte, seit heute, dem 7. April 2020, findet sich im Ratsinformationssystem der Landeshauptstadt Dresden eine Antwort der Stadtverwaltung auf eine Anfrage des grünen Stadtrates Thomas Löser. Die Antwort trägt das Datum 9. März, das ist also heute vor 4 Wochen bereits beantwortet worden. Und dazu muss man wissen, die Stadträte haben 4 Wochen Vorsprung. Sie können also mit der Antwort 4 Wochen lang arbeiten, indem sie eine Pressemitteilung rausgeben, einen Antrag stellen, wie auch immer. Und erst 4 Wochen später erfährt die Öffentlichkeit von der Antwort, weil sie dann im Ratsinformationssystem öffentlich erscheint. Der Herr Löser hatte also jetzt 4 Wochen Zeit und wenn ich nichts übersehen habe, dann hat er sich in den 4 Wochen nicht zu dem Thema geäußert. Um was geht's? Wie auch immer hat der Herr Löser davon erfahren, dass ein Gebäude an der Wildermannstraße 44 in Dresden-Trachau abgerissen werden soll. Noch wohnen Menschen drin. Auch jemand, der mir persönlich bekannt ist. Befreundet bin ich nicht mit demjenigen, aber ich kenne ihn durch einige Treffen. So, der Herr Löser fragt: Das Gebäude Wildermannstraße 44 in Dresden-Trachau ist ein ortsbildprägendes, wohlproportioniertes Wohngebäude aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts. Es stellt eine typische Eckbebauung eines Straßenzuges dieses Viertels dar. Erstens, ist das Baujahr des Gebäudes oder der Architekt bekannt? Weder Baujahr noch der Architekt sind bekannt. Steht das Gebäude unter Denkmalschutz, ist es vorgesehen, das Gebäude unter Denkmalschutz zu stellen. Die Stadt antwortet, es steht nicht unter Denkmalschutz, aber das Amt für Kultur und Denkmalschutz hat das Landesamt, das ist die obere Denkmalschutzbehörde, Landesamt für Denkmalpflege Sachsen in den letzten Jahren mehrfach um Überprüfung der Denkmaleigenschaft gebeten. Die letzte Anfrage erfolgte im Januar 2020. Dazu muss man wissen, steht hier unten, die Beseitigung ist nach Bauordnung verfahrensfrei. Die Anzeige zur Beseitigung des Gebäudes nach § bla sächsischer Bauordnung beim Bauaufsichtsamt erfolgte am 12. September 2019. Der Eigentümer hat also der Stadt angezeigt am 12. September, dass er gedenkt, dieses Gebäude abzureißen. Und weil noch Menschen, im Zweifelsfall Familien in dem Haus wohnen und es eine gesetzliche Kündigungsfrist gibt, wohnen die Menschen, so viel ich weiß, noch in diesem Haus und so lange kann man es natürlich nicht abreißen. So, also, mit diesem Wissen hat die Stadt trotzdem beim Amt für Denkmalpflege angefragt, nach dem, ob es nicht doch einen Denkmalschutzstatus geben könne. Da mussten doch schon ein paar Fragezeichen auftauchen. So, und was steht hier? Alle Anfragen an das Landesamt wurden abschlägig beschieden. Der Herr Löser fragt weiter, gibt es einen Gebietsschutz, Flächendenkmalschutz für das Gebiet, in dem das Gebäude liegt? Dazu muss man wissen, der Herr Löser ist seit über 10 Jahren Stadtrat und er ist auch seit über 10 Jahren Mitglied im Bauausschuss. Man möchte also meinen, dass der Herr Löser über ein gewisses Wissen, Hintergrundwissen, Fachwissen verfügt. All das, so sieht's in der Frage aus, scheint nicht vorzuliegen beim Herrn Löser. Was antwortet die Stadt? Es gibt keinen Gebietsschutz im Sinne einer Erhaltungssatzung oder ähnliches. Das Gebäude befindet sich nicht im Bereich eines Denkmalschutzgebietes oder einer Sachgesamtheit. So. Wurde für das Gebäude ein Abrissantrag gestellt? Wurde dieser genehmigt? Also, es steht drin, es ist verfahrensfrei, wenn kein Denkmalschutz drauf ist. Es ist also nur anzuzeigen bei der Stadtverwaltung bzw. ja, beim Bauamt wahrscheinlich. Datum 12. September. Wie geht's weiter? Wurde ein Bauantrag für eine Sanierung gestellt? Nein. Das hängt damit zusammen, dass das Gebäude über keinen Denkmalschutz verfügt und damit gibt's auch keine Fördergelder von der Stadt und oder vom Freistaat für eine Sanierung. Es müsste wahrscheinlich der Brandschutz gemacht werden, es müsste Wärmeisolierung gemacht werden, was auch immer. Das kostet viel Geld und der
Eigentümer, Bauherr, wie auch immer, hat wohl wirtschaftlich gerechnet und ist zu dem Schluss gekommen, dass ein Abriss und ein Neubau sich für ihn wirtschaftlich besser rechnet. Und da wir uns in einer sozialen Marktwirtschaft, aka dem Kapitalismus, befinden, ist das auch absolut in Ordnung. So, sechstens, wurde ein Antrag für einen Neubau auf dem Grundstück gestellt. Ein Bauantrag für die Errichtung eines Wohngebäudes mit Tiefgarage liegt in der zentralen Antrags- und Vorprüfstelle des Bauaufsichtsamtes vor. Die Frage 7 und die Antwort überspringe ich. Wie bewertet die Verwaltung den Verlust des Gebäudes? Das ist irrelevant. Und achtens, das ist nochmal interessant. Was hat die Stadtverwaltung in diesem Fall getan, um die historische Bausubstanz zu erhalten und den Grundstücksbesitzer zu einer Sanierung des Gebäudes zu bewegen? Antwort: Das Amt für Kultur und Denkmalschutz hat, wie bereits dargelegt, mehrfach das Landesamt für Denkmalpflege Sachsen um Überprüfung der Denkmaleigenschaft gebeten. Das Landesamt hat sowohl diese Anfrage als auch eine entsprechende Nachfrage der Eigentümer ablehnend beschieden. Das Amt für Kultur und Denkmalschutz hat damit keine Möglichkeit, den Eigentümer zu einem Erhalt des Gebäudes zu verpflichten. Diese Antwort ist dem Herrn Löser seit 4 Wochen bekannt und wenn ich mich nicht irre, hat er das die Öffentlichkeit bis jetzt nicht wissen lassen. Ich frage mich, warum? Und damit will ich es bewenden lassen.